Bei God of War Ragnarök verbessert sich Sony Santa Monica in nahezu allen Bereichen. Ausgerechnet dort, wo wohl die größte Stärke des Vorgängers lag, aber schneidet Kratos neues Abenteuer etwas schwächer ab. Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Diesmal habe ich mich in God of War Ragnarök mit Kratos für euch in die Schlacht gestürzt. In welchen Bereichen das Sequel seine Sache besser macht als der Vorgänger und wo die Schwächen liegen, erfahrt ihr in meinem 4K-Test auf PlayStation 5. Noch als Info vorab, die Spielszenen stammen überwiegend grob aus den ersten 10 Spielstunden, da nur so effektiv Spoiler zu Handlungsdetails vermieden werden können. God of War Ragnarök spielt rund 3 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Kratos versucht weiterhin seinen sichtlich erwachseneren Sohn Atreus auf die Gefahren der Welt vorzubereiten. Nachdem Atreus im Vorgänger seine wahre Identität erfahren hat, beschließt er allerdings notfalls gegen den Rat seines Vaters mehr über sein eigenes Schicksal herauszufinden. Dabei spielt auch der nordische Göttervater Odin eine wichtige Rolle, während sich die ehemalige Verbündete Freya an Kratos für den Mord an ihrem Sohn Balder rächen will. Du weißt, wer ich bin? Damals vor dem Wintereinbruch gab es einige Missverständnisse. Diesmal bereist ihr mit Kratos und Atreus wirklich alle 9 Reiche der nordischen Götterwelt und trefft dabei natürlich auch auf eine Reihe sagenhafter Gestalten, darunter der Kriegsgott Tyr oder auch der Donnergott Thor. Da Atreus seinen Kopf durchsetzen will, trennen sich zudem immer wieder die Wege der beiden Hauptfiguren, was das Spiel für eine gleichsam wendungsreiche und spannende Story nutzt. Erwartet aber nicht dieselbe emotionale Tiefe der Geschichte des Vorgängers. Es gibt zwar einige vergleichbar intensive Momente, jawohl sogar noch ein paar krassere, insbesondere wenn man ans Finale denkt. Durchweg so mitreißend wie der Vorgänger ist Ragnarök dann aber nicht. Die Spielmechanik von Ragnarök ähnelt der des Vorgängers sehr. Es bleibt bei der im Kampf häufig etwas unübersichtlichen Schulterkamera, die ansonsten aber für mich die Immersion erhöht. Diesmal müsst ihr nicht die halbe Kampagne abwarten, um zusätzlich zur Frostaxt Kratos Chaosklingen einzusetzen. Viel mehr als diese beiden Waffen gibt es für den grummeligen Spartaner aber nicht. Eine dritte erhaltet ihr auch in Ragnarök, erst später. Auch auf die magischen Bonusattacken für die 3 Prügel müsst ihr teils lange warten, wodurch dann allerdings letztlich in einer angemessenen Frequenz immer neue Kampfoptionen hinzukommen. Überhaupt spielen sich die Kämpfe trotz der überschaubaren Anzahl an Hauptwaffen insgesamt vielfältiger. Das liegt auch an den abwechslungsreicheren Feindtypen, die mich allgemein stärker als im ersten Teil beim Einsatz der verschiedenen Angriffsarten, Ausweichmanövern oder auch Schildschlagbrechern fordern. An einem meiner größten Kritikpunkte am Vorgänger ändert sich allerdings nur begrenzt etwas. Der Skill spielt im Kampf zwar eine etwas größere Rolle, der Erfolg hängt aber wie gehabt sehr stark von der Ausrüstung ab. In Teilen kann man das zwar automatisieren, aber ich will mich in einem God of War einfach nicht so viel mit verschiedenen Rüstungsteilen und Upgrades für Waffenboni beschäftigen, wie es hier der Fall ist. Allerdings laufen die Verbesserungen über weite Strecken in, sagen wir mal, geordneteren Bahnen ab, sodass daraus nicht ganz so leicht ein negatives Potenzial für die Spielbalance entsteht. Optimal ist die Spielbalance aber dennoch nicht durchgehend. Das gilt aber vor allem für die Abschnitte, in denen man Atreus selbst spielt. Seine Stärke ist nämlich weit weniger von der Ausrüstung oder deren Verbesserungen abhängig wie bei Kratos. Ganz speziell ist bei ihm auch eine andere, hier aus Spoilergründen nicht näher genannte Fähigkeit zu mächtig geraten, die sich zudem deutlich zu schnell wieder auflädt. Also das war genug Aufregung für einen Tag. Zur Vielfalt und zur hohen Abwechslung der Kämpfe tragen auch die wechselnden Begleiter-NPCs bei, von denen zumindest die meisten indirekt von euch gesteuert werden. Atreus feuert also etwa Spezialpfeile auf Gegner, die sie anfälliger für Schaden machen oder dabei helfen, möglichst schnell die Betäubungsleiste zu füllen, damit ihr mit Kratos zu einem Finisher ansetzen könnt. Nicht nur bei Atreus, sondern auch bei einzelnen anderen NPC-Begleitern könnt ihr ebenfalls einen Skilltree ausbauen, also zum Beispiel neue Fähigkeiten freischalten, die auch autonom von den NPCs genutzt werden. Zum Beispiel hält Atreus dann Gegner für euch fest, sodass ihr leichter auf die wehrlosen Gegner einschlagen könnt. Die Pfeile etwa von Atreus kommen aber nicht nur im Kampf zum Einsatz, sondern auch bei den Rätseln. Mit einem dieser Pfeile erzeugt ihr beispielsweise ein magisches Siegel, das Elementareffekte verstärken oder konservieren kann. So friert ihr damit dann auch längerfristig Objekte mit eurer Frostaxt ein, sodass ihr die Axt ohne die Vereisung aufzulösen zurückrufen könnt, um ein weiteres Objekt parallel damit zu vereisen.
Da sind schon ein paar richtig tolle Sachen dabei und mich spornt es dabei enorm an, eine Beutetruhe bereits aus großer Entfernung sehen zu können und dann den eigentlichen Weg dorthin freizulegen. Das ging mir auch schon im ersten Teil oft so, in Ragnarök aber noch ein bisschen mehr. Quasi jede dieser Beutetruhen öffnen zu wollen, hat definitiv einen Teil dazu beigetragen, dass ich länger bis zum Ende gebraucht habe als in Teil 1. Dieses Ende dürften die meisten auf der mittleren Schwierigkeitsstufe übrigens wohl frühestens nach etwa 25 Stunden zu sehen bekommen. Die noch höhere Spielzeit von Ragnarök liegt aber nicht nur daran, dass ich mich hier etwa von optionalen Rätseln oder auch von größeren Nebenquests lieber als im Vorgänger aufhalten lasse. Im Pflichtbereich bauen mir die Entwickler vor allem im späteren Verlauf zu viele Standardkämpfe ein. Zudem ist vermehrt Backtracking angesagt. Es gibt also auch durchaus gewisse Streckmechanismen oder eben auch Punkte, bei denen man sagen muss, da wäre weniger, vielleicht doch mehr gewesen. Zur Grafik bzw. zur technischen Umsetzung allgemein muss ich eigentlich nicht viele Worte verlieren. Ihr seht ja selbst, dass God of War Ragnarök klasse aussieht. Und ich liebe es einfach, wenn Spiele komplett ohne sichtbare Ladezeiten inszeniert sind, mich also außer einem Tod im Kampf nichts aus dem Erlebnis rausreißt. Ich hätte Ragnarök, das ja bekanntlich auch für PS4 erscheint, aber dennoch sehr gerne als nativ für PS5 entwickeltes Spiel erlebt. Natürlich hätte man auch dann an verschiedenen Stellen tricksen müssen, damit man nicht sehen kann, wann Teile der Welt nachgeladen werden müssen. Aber wie in anderen Last-Gen-Titeln kriegt man hier auch auf der PS5 doch auffällig oft mal langsam durch einen engen Gang oder muss bei der Schnellreise wirklich immer einen insgesamt ungefähr 60 Sekunden langen Umweg über den Weltenbaum nehmen. Nein, schlimm ist das nicht, zumal der Pfad am Baum stets von einer Dialogsequenz versüßt wird. Aber der Verdacht liegt nahe, dass die PS4-Version die PS5-Fassung womöglich nicht nur in diesem Punkt ausbremst. Und hey, vielleicht hilft er uns ja doch noch. Hey, Hackfrische! Wanda! Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Mit dem Vorgänger hat Sony Santa Monica zweifellos ein starkes Stück Action abgeliefert, das mich noch dazu erzählerisch mehr fesseln konnte als die allermeisten anderen Games. Restlos glücklich war ich mit dem ersten God of War in der nordischen Mythologie allerdings nicht. Denn die Schulterperspektive machte die Kämpfe bisweilen sehr unübersichtlich und mir passt es einfach nicht, dass meine Chancen in der Schlacht stärker von meiner aktuellen Rüstung als von meinem Skill abhängen. Der Erkenntnis, dass God of War Ragnarök in diesen beiden Punkten nur bedingt für Verbesserungen sorgt, muss man allerdings eine viel wichtigere entgegenstellen. Nämlich die, dass Ragnarök seine Sache in so gut wie allen anderen Bereichen besser macht als der Vorgänger. Die Grafik auf PS5 ist von kleineren Nicklichkeiten abgesehen absolut fantastisch. Es gibt mehr und spektakulärere Bossfights und allgemein eine deutlich größere Vielfalt an Feindtypen. Dass es gerade mal eine weitere Waffe als Ergänzung zur Frostaxt und Chaosklingen gibt, wird nicht zuletzt dadurch aufgewogen, dass mich verschiedene, meist indirekt steuerbare NPCs begleiten. Und auch dadurch, dass ich nicht nur als Kratos kämpfe. Was mir ebenfalls über weite Strecken besser gefällt, ist die allgemeine Spielstruktur. Gerade in der ersten Spielhälfte öffnet sich die Welt eher punktuell zwischenzeitlich stärker, wodurch sich Ragnarök auf angenehme Weise linearer anfühlt. Im späteren Verlauf wird das Open-World-artige Angebot dann aber fast schon etwas zu viel und lenkt auf Kosten der Dramaturgie zum genau falschen Zeitpunkt zu stark vom Wesentlichen ab. Allerdings ist es eben primär ein Angebot, das ich annehmen, aber auch ohne nennenswerte Nachteile auf meinem Pfad durch die Main-Quest auf Wunsch auch einfach ausschlagen kann. Letzteres solltet ihr aber nicht flächendeckend tun. Denn dort erwarten euch nicht bloß noch mehr Standardkämpfe, von denen die Entwickler auch in den Story-Missionen hier und dort ein paar mehr einbauen, als sein müsste. Bei den Nebenquests erwarten euch nämlich vielmehr auch storylastige Bonusaufträge und immer wieder clevere Rätsel. Der Bereich, in dem Ragnarök leicht schwächer abschneidet als der Vorgänger, ist die emotionale Tiefe der Story. Das soll nicht bedeuten, dass das neue Abenteuer von Kratos und Atreus nicht spannend sei oder nicht mit einer Reihe teils überraschender Wendungen aufwartet. Aber von ein paar besonders intensiven Momenten abgesehen, hat mich die Geschichte nicht ganz so mitgerissen wie die des Vorgängers. Aber das ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau. Denn in diesem Punkt war der Vorgänger herausragend und schwer zu toppen. Zudem ändert sich nichts daran, dass Sony Santa Monica mit God of War Ragnarök insgesamt noch einmal leicht zulegen kann. Wer mit Actionspielen nur ein bisschen was anfangen kann, der kommt um dieses Spiel nicht herum. Meine persönliche Wertung lautet 9.0 von 10. Scheiße, scheiße, scheiße! Alle weiteren Infos zu God of War Ragnarök findet ihr wie immer auf gamersglobal.de. Sollte euch dieses Video gefallen haben, hinterlasst uns wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abonnement dieses YouTube-Kanals. Ein Troll?